Moin Leute und herzlich willkommen wieder im Stream mit unserem Anno 1800 Let's Play. Und wir sind aktuell noch bei der Grobplanung von Crown Falls, damit wir hier einfach beginnen können mit Industrie und allem anderen. Von daher passt das an dieser Stelle schon mal. Wie in der letzten Episode haben wir die Rathäuser gesetzt. Die sind, würde ich sagen, uns ganz gut gelungen. An der Stelle, wir haben kleine Nischen, wo nicht so toll sind, aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, bin ich zufrieden. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir die Kraftwerke hin. Zwei Kraftwerke. Wir haben dann 5 Ölquellen. Das heißt, wenn es gut läuft, kriegen wir da 2 oder 3 Kraftwerke betrieben. 3 planen wir jetzt gerade mal ein. 3 Ölkraftwerke, 1 Gaskraftwerk. Damit müsste das eine Selbstversorgerinsel, müsste man vielleicht hinbekommen können mit den Items. Und ansonsten schauen wir uns einfach mal jetzt das Ganze an, wie wir mit den Häusern hier weitermachen wollen. Ich denke, das wird auch das wichtigste Ziel jetzt an der Stelle sein. Aber bevor wir hier diesen Umweg fahren, fahren wir doch direkt. Macht vermutlich viel mehr Sinn, das dort zu bauen. Gut. Von daher schauen wir uns das dann zu gegebener Zeit auch nochmal an. Die Fracht hier. Das heißt, machen wir damit. Damit könnten wir nochmal Stahl holen. Dann können wir zumindest den Stahl. Ja, holen wir da nochmal Stahl damit. Die alte Welt. Denkst du, ich wäre so weit gekommen, wenn ich alles wegwerfen würde? Bring mir den Schrott. Ich poliere ihn auf. Alles bereit. Gut. 5 Tonnen Schrott. Die haben wir hier. Kein Problem. Also, schauen wir uns nochmal in der alten Welt das Ganze an. Wir haben hier jetzt. Wir haben hier einiges. In Brillen, das müssen wir mal überlegen, ob wir die wirklich noch brauchen und bauen. Und was für Items wir hier noch haben. Halt mal. Ne, die brauchen wir noch nicht. Der Polier. Alle Ziegeleien und Betonwerke. Immer Stahlträger. Hm. Ja, den können wir schon mitnehmen. Der ist nicht. Also die ist nicht schlecht. Warte mal, gibt es hier nochmal was, was wir brauchen könnten? Landwirt, nein. Rechner auch nicht. Okay, im Moment können wir uns nicht mehr leisten. Das ist das Problem. Mal schauen, was haben wir jetzt hier? Nähmaschinen, Stahlwerk. Stahlwerk haben wir hier oben. Lass uns mal anschauen, wo wir denn hier noch eine Handelskammer platzieren könnten. Na gut, hier irgendwo wahrscheinlich. Ups. Geht es jetzt bis hier hin? Haben wir Strom. Von daher ist das aus meiner Sicht. Den bauen wir das. Kann man oben hinbauen. Das hier kann man sparen. Braucht kein Mensch mehr. Den setzen wir ins Eck. Damit kriegt man die abgefrühstückt. Da. Geht sich aus, denke ich. So, die setzen wir hier rein. Ein Ort, dann können wir nämlich die hier unten alle wegnehmen. Und Ideen aufblühen. Dann kriegen wir nämlich da ordentlich Stahlträger dabei. Und haben Strom. Das ist mal nicht so verkehrt, würde ich sagen, an der Stelle. So. Jetzt nicht weiter. Da habe ich aber keinen Strom mehr. Jetzt lassen wir hier noch. Und da haben wir noch eins. Hat hier noch Strom, wird.
So. Gucken wir mal. Jetzt nicht mehr weiter. Das ist aber anders. Gehen wir das mal hier runter und gehen hier die Straße rein. Reicht leider nicht. Wir bitten lediglich um etwas Schutz. Ja, aber komm. Geld können wir im Moment brauchen. Du existierst. Die haben wir. Würde ich das nicht nennen. Gut. Das sind jetzt alle, denke ich, die wir hier haben. 6 Stück, 2, 4. 4, 6, 7. 5, ja. Passt. Passt. Einfach verzählt. Die haben wir alle hier drin. Polier darf hier raus. Ziegelein, Betonwerk. Sehr schön. Ziegelein und Betonwerk. Haben wir schon mal Reduktion. Arbeitskräfte minus 60%. Und Stahlträger gibt's. Auch immer noch dazu. Ist nicht so schlecht, würde ich sagen. Ja, packen wir das hier noch unten hin. Wir tauschen das mit dem hier. Da brauchen wir nämlich ein größeres. So, sehr schön. Damit haben wir die alle. Gut. Brauchen wir wahrscheinlich auch nicht so viel Ziegeleien. Gucken wir uns gleich mal an. Haben wir hier, wir kriegen hier, wir können eine wegstreichen. Ja, ne? So, das ist ganz genau. Ausgehen oder 10, 10, passt. Und Stahlträger. Passt. Sehr schön. Passt. Ein letzter Blick. Sehr gutes Unterfangen jetzt hier an dieser Stelle. Lektorieren wir da nochmal. Gehen wir nicht so viel rein. Das ist ein ganz frischer Blick. Ah, passt nicht. Schade. Jetzt hier nochmal eine Runde Geld. Die Bilanz läuft, würde ich jetzt sagen, an der Stelle. 10-10 haben wir auch ausgeglichen. Da haben wir genügend. Ah, bei der Wurst brauchen wir gar nicht mehr so viel. Da haben wir einen Überhang. Und da müssen wir mal schauen, was wollen die denn hier? Eine Gefängnisinsel. Der kauft Seife auf jeden Fall von uns. Und Seife produzieren wir eigentlich relativ gut. So. Oder Seife haben wir eigentlich immer zu viel. Ja, sieht gut aus. Wurst haben wir aber auch viel zu viel. Und da können wir eigentlich auch statt mit dem hier im Handel. Gucken wir mal. Dann nehmen wir jetzt mal hier ein Exportbüro noch dazu. Wo ist es hier? So, wo bauen wir das jetzt hin? So, da haben wir schon mal zwei. Jetzt können wir jetzt machen. Jetzt können wir noch mehr Waren handeln. Genau. Dann handeln wir doch mal. Was können wir noch zum Geld verdienen? Das gibt richtig gut Geld. 32 für das. Nee. Also. Handelsverträge. Ole. Das Praktische daran ist, dass ein Handelsvertrag profitabler wird, je öfter sie die ihn nutzen. Kanone. Kann ich halt noch nicht einhandeln. Und daher könnten wir jetzt maximal schauen. Gucken wir mal, wie viel. Da haben wir 10 Nachfrage, da haben wir eine Überproduktion. Oh ne, da brauchen wir mal noch eins. Warum haben wir da so viel? Irgendwas passt da nicht, würde ich sagen. 7. Oh. Was 7 macht? Und hier haben wir nicht. Okay. Was? 7, 7. Okay. Seltsam an der Stelle. Seltsam. Wir kümmern uns hier um alles. Das bringt hier nichts. Bringt hier nichts. Ja, das schmeißen wir hier mal weg, das Eck. Und mache das oben dran. Und ja, auch noch was reinkriege. 50. Damit sollten wir viel haben jetzt. 15, 13. Ja. Passt auch hier.
Wir können jetzt den Schnapsdinger könnten wir auch noch rübersetzen. Hier haben wir ja auch noch Platz. Ja, komm, die setzen wir schon darüber. Romnetz. Sind halt wahrscheinlich noch viel zu viele jetzt. So. Gucken wir uns das mal an, was produzieren die jetzt hier? 23 sind zu viele. Schauen wir uns auch nochmal an. 16, wir brauchen aber 12, also. So. Zwei Stück reichen jetzt mit Strom. Das ist verrückt. Ja. Produktion 12, Nachfrage. So. Produktion 15, Nachfrage 12. Das ist gut. Dadurch können wir auch die Kartoffel begrenzen. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. So. Hier begrenzen wir es mal auf 100. Ah, ja. Das passt, denke ich. Das Schiff ist zurückgekehrt. Beagle haben wir hier. Plunder. Jawohl. Bauen wir für Crown Falls. Ab, Trelawney, Crown Falls. So, ab geht's. Haben wir jetzt hier haben wir keine gescheite Items mehr. Beagle kann hier zurück. Ja, kriegt ja hier schon Seife. Handeln wir die Seife hier rein, auf jeden Fall. Export, Import. Ja, da könnte man aber auch Wurst nehmen. Ja, da kommt mehr dabei rum. Gut, oder? Ja, da kommt mehr dabei rum, wenn wir Wurst nehmen. Was können wir noch handeln? Haben wir noch genügend? Fische. Segel brauchen wir wahrscheinlich nicht so viel. Und dafür könnten wir uns reinhandeln. Müssen wir alles erstmal freischalten, oder? Erreichen Sie bei einer Ware eine bestimmte aktuelle Rentabilität, Holz. Es geht halt nur an dem einen hier. Und daher Getreide können wir uns noch ranhandeln. 50, 2 zu 1. Gut, und hier nehmen wir mal dann doch das Holz wieder. Und handeln uns, kommen die Kartoffeln da ran. So. Passt, würde ich sagen. Das erste. Haben wir doch hier an der Stelle, oder? Es läuft. Eine große Welle naht. Abholaufgabe. Dafür musste ich dieser Sache mit Power. Haut und Haar verschreiben. So. Sind unterwegs. So, wo haben wir ihn? Da ist doch irgendwo der Pfau. Hier ist er. Ja, haben wir gerade. Hier. Ja, ja, so ist das. Lass mal gucken, wie weit geht denn der Strom überhaupt? Weil ich glaube nämlich, wir haben ein Problem. Das ist er, der Wand. So. Ruder übernehmen. Wir haben ein Problem, ich kriege hier nämlich die Dampfschiffwerft nicht hin. Müssen wir die auf Crown Falls planen. Die brauchen wir auf jeden Fall, dass wir bessere Schiffe bekommen. In einer geeigneten Umgebung würde ich mich besser entfalten. Die Miss Rodriguez bringt uns gerade noch nichts. Die bringt uns auch nichts. Physiker, die Wirte nicht. Eieiei. Friedenheit. Auch nur bedingt. Nur Graf, Lehmgrube. Der Fleischermeister. Ah, so viel Geld haben wir leider nicht. Papa Weberin, Hauerin, ey. Wenn man denen leider nur nein. Den kleinen Finger reicht. Jetzt haben wir sogar Einzelzellen. Oh, jetzt geht's ab. Wir haben eine tolle Bilanz an der Stelle gerade. Brauchen wir nicht mehr so viele. Aber wir bräuchten auf jeden Fall mal noch
Pro Räder gäbe halt 40 Münze, ne? Wir brauchen die Brillen. Die Brillen haben wir eigentlich hier keine Chance. Dann müssen wir hier bauen. Anders funktioniert es nicht. Über unsere Sache kann man auch nicht einkaufen. Das können wir vergessen. Was können wir vergessen hier an der Stelle? Uhren könnte man einkaufen, aber das ist zu teuer. Alles zu teuer. Das Bankhaus hilft uns dann halt auch echt nochmal. Aber da brauchen wir nochmal. Ja, wir bauen jetzt die Brille mal. Brauchen wir einmal Glas. Ja, wir machen das relativ klein. Halten wir das. Hier machen wir das Messing hin. Wir werden beobachtet. Das Messing braucht eine Minute Brillen. Warte mal hier auch. Und Glas. Der letzte Schliff und... So. Tada! Ja. Wenn ich da reinplatze, dann bringt mir noch nichts. Brauchen wir hier noch einmal Glas dazu. Komm. Ja, würde ich auch sagen, passt hier auch wieder. Überall haben wir das drin. Jetzt eine Quarzgrube mehr. Das geht sich hier aus, denke ich mal, oder? Wie viel Glas, Quarzgruben haben wir? Nachfrage 8, Produktion 8. Da. Ja. Sieh mir fest in die Augen. Geleitschutz. Du fühlst dich so müde. Da habe ich keine Keiner Lust will drauf. Das machen. Ist auch so, nicht öde. Angriffspakt, absolut sicher. Sehr schön. Riskiere nichts und du... Wie Wasser auf einem heißen Stein. Ja. Boah, perfekt. Ich bin sonst nicht. Das sind wir richtig gut unterwegs gerade. Könnte man sogar überlegen, eine Allianz mit ihm einzugehen, oder? Unmöglich. Okay, schade. Deine Einreichung hat mehr Gewicht als. Ja, dann gehen wir mal ab. So, da haben wir das Foto noch dazu. Jawohl. Als Kind wurde ich einmal von einer Zeternin. Oh. Du hast die Aufgabe gemeistert. Du gehst frei und ungebunden. Gucken wir mal, was der uns Willkommen hier auf der Insel, Arbeitsgeld Einkommen auf den Kopf stellt. Und uns halt hier nichts, ne? Wir haben halt weniger Einkommen und das wollen wir eigentlich nicht an der Stelle. Von daher gehen wir jetzt erstmal hier zurück. Na gut, es wird immer teurer. Das Ganze. Wird immer teurer. Ohne die nötigen Elemente können wir keine Reaktion erwarten. Ja, da brauchen wir jetzt hier auf jeden Fall mal einmal Kupfer. Kupfer müssen wir mitnehmen. Ja. Und Zink. Es darf es auf jeden Fall nicht zusammenbrechen, also gibt es so noch. So. Zink, passt. Jetzt haben wir hier Les Emies. Transportieren wir hier. Also, eh nicht Kupfer, Zink. Müsste hier auch passen, oder? Das ist bestimmt nicht, ja, ist nicht voll. Sehr schön. Gut, perfekt. Läuft hier. Würde ich sagen. Das läuft hier. Jetzt pushen wir das nämlich schön nach oben. Ganze. Flaggschiff erwartet Anweisungen. Noch zu teuer. Eieiei, was braucht man da noch? Dann können wir die hier nochmal erhöhen. Die. Und dann nehmen wir mal...
Mal gucken, wie weit geht hier. Die gehen komplett durch. Dann hier erhöhen wir auch nochmal hier eine Straße. Wie weit geht hier der Strom? Den erreicht er noch. Können wir noch die da oben machen. So. Die nicht. Die gehen wieder. Die können wir noch upgraden. Und die hier gehen auch noch. Der hier nehmen. Sehr schön. Wenn es die hier noch hoch. Knapp wahrscheinlich. Jetzt müsste es doch erstmal passen an der Stelle. Das Zeug läuft. So, das graden wir hier auch nochmal ab. Aber hier die ganzen Straßen noch optimiert kriege. Passt, würde ich sagen. Vergnügte Melodien entspringen meiner Leier. Ist normal alles noch, hoffe ich zumindest. Die Maschinen 200%, das ist top. Brauchen halt nur langsam mal das Schiffchen da. Und hier wäre die Kostümbildnerin, wäre da halt echt top. Das wird nichts, glaube ich. Es wird nichts. Magnetiker, aber die bringen uns jetzt noch nichts. Möbeltischler. Möbeltischler. Alle Schreinereien und Fensterfabriken. Ja, die können wir schon mitnehmen. Fensterfabriken spart halt ordentlich wieder ein. Glühbirnen. Ja. Nehmen wir mal damit. So. Brauchen wir hier halt mal wieder. Stahlträger. Fenster. Besser. Sind unterwegs. Was, oh, Ziegel noch. Gut. Man hätte das alles aufbauen können, sonst wird es nie was. Mal weitere Clipper. Warum fehlt jetzt schon wieder hier? Doch gar nicht. Was genau ist jetzt schon wieder das Problem hier? Das ist unfassbar nervig. So. Das können wir ja so machen. Das dann unten. Das passt hier auch. Und die erweitern wir jetzt noch. Ah. So viel, viel Holz oder was? Geht das alles gerade noch? Ich kann doch Bretter nicht weghandeln, oder? Habe ich da was falsch eingestellt? Moment. Nö, keine Bretter. Daher. Keine Ahnung. Keine Sie brauchen Ahnung. Dringend ein Lagerhaus. Ja. Das Holz haben wir. Müssen wir schauen, wo wir da noch was haben. Ja. Die hauen wir da nochmal hoch. Jawohl.
Also. Haben wir jetzt da das Riegel? Jawohl. Möbeltischler, Schreinerei und Fensterfabrik. Gott. So, kann wieder zurück. Schreinerei und Fensterfabriken heißt. Fensterfabrik. Glasmacher. So. Haben wir schon mal mehr Produktion. Müssen wir nur hier gucken, wie wir das machen. So, da kriegen wir die Schreinerei rein. Wie viel haben wir da? Im Moment 5 Stück. Also 1, 2, 3, 4, 5. Also die kriegen wir da dann doch nicht rein. Mal kurz schauen. Hier können wir eine reindrücken. Schiff vom Stapel gelaufen. Das passt hier alles nicht. Das ist schlecht. Ja, aber die fahren ja mit mehr wie... Ja, also. Die gehen mit mehr. Von daher können wir die da wegdrücken. Wo haben wir noch welche? Die zwei. Die zwei noch. Da. Hier. Müsste sich doch jetzt auch aufgehen, oder? 20. 35 produzieren, na, von 33 passt ein bisschen in Überschuss. Irgendwas fehlt immer. Also, sieht doch gut aus. Möbeltischler hilft auch. Ja, was wollen wir mehr? Produktivität nochmal hochkaufen. Sieht beschäftigt aus, da kommt jemand. Daher. Passt. Passt einfach, würde ich sagen. So. Machen wir das Ganze hier noch kurz fertig. Bauen die Dinger da rein. Bau die zwei Mine. Zink und Kupfer. Damit haben wir es eigentlich. Alles bereit. Mal hier hinfahren. Sehr gutes. Störungsaufgabe wollen wir nicht. Und der hier für eine Quest. Irgendwo muss man ja anfangen. Großer Geldbeutel, was will der jetzt? Ich habe weniger Angst um dich, als du denkst. Route eingezeichnet. Gut. Schauen wir hier nochmal rein. Gibt es jetzt irgendwas Besonderes? Der Gerber, der edle Kerzenmacher. Nein, nein und nochmal nein. Was haben wir hier noch? Ah, die bringt es auch nichts. Da ist ja die Schauspielerin. Halten Rum- und Fleischkonserven. Auch gut. So, die hilft uns jetzt auch nochmal. Rum und Fleischkonserven. Das heißt, Fleischkonserven haben die hier am Start auf jeden Fall. Und die brauchen noch Rum. Rum brauchen die auch noch. Sehr schön. Also müssen wir mal gucken, wie wir hier mit dem Rathaus klarkommen. Wenn wir hier die meisten abdecken. Ja, hier irgendwo. Wenn wir das so mitnehmen, treffen wir die meisten. Die Kirche halt hier weichen. Würde ich sagen, passt. Können wir hier nochmal zwei reinfahren. Die auch hier dann passen. Die nehme ich nochmal hoch. Ah, besser als gar nichts, würde ich da auch wieder sagen. Brauchen wir beide auch Fleischkonserven rum. Gut, dann haben wir da genügend. Ja, dann müssen wir mal gleich weiterschauen bei Brown Falls. Da sollten wir nochmal reinschauen, ob es da noch was gibt. Ja, das machen wir in der nächsten Episode. In der nächsten Folge gucken wir uns dann an, wie wir Brown Falls wirklich weiter aufbauen. Das da bitte meine neue Glücksidee werden. Du bist aber großzügig. Na gut, so, die haben jetzt alle aufgebaut, denke ich. Ein Konkurrent hat eine Siedlung. Ah, da wird's schwierig. Was passiert jetzt hier gerade? Feuer? Ah, Feuer. Admiral auf der Brücke! Aber wie ist jetzt hier die Ausstrahlung? Und ich dachte, du hättest ein Held. Setz die Segel. So. Kann dieses Geheimnis Enigma. Vielleicht einen Weg, meine Theorie anzuwenden? Okay. Also. Jetzt hier die Schauspielerin. Was kann das hier? 10% Attraktivität.
hat. So, von daher brauche ich da jetzt einfach weniger. Ist schon mal nicht so verkehrt. Universität im Marktplatz brauchen wir halt hier eigentlich nicht mehr. Würde ich sagen. Weil damit könnten wir... Geht mal jetzt ein bisschen wie Scheiße, oder? Ja, Marktplatz brauche die nicht mehr. Machen wir hier nämlich mal Platz. Da. Platz, dass der Marktplatz hier hochgerutscht wird. So. Naja, passt alles noch. Gibt's hier rein? Passt. Und den machen wir hier oben und rein. Okay, wo haben wir hier nochmal was? Die von hier außen. Passt ja auch. Nochmal mehr. Die da runterschieben. Mal nochmal irgendwo. Ausbauen. Da. Passt, würde ich sagen. Die Schule brauchen sie alle noch. Universität und Schule. Universität haben wir hier. Die Schule brauchen sie tendenziell nur hier oben. Ja, und die haben jetzt doch den Schule auch noch. Ja, nicht mehr so gut, aber die braucht eigentlich die Schule schon gar nicht mehr. Von daher, ja, müsste man das hier mal noch upgraden und das. So. Das passt doch hier, oder? Hier mal Einwohnerabstieg. Hast du mich erschreckt? So. Du hast einfach den Dreh raus. Kriegst du das große Geldbeutel? Jawohl. Gehört dieses Land ihrer Königin oder darf ich? Diese Insel ist der irdische Zwilling Tians. Das mächtige. Der irdische Himmels. Zwilling, super. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Ja, soll es sie machen. Gut, dann würde ich jetzt sagen, Leitschutz machen wir nicht. Sie wollen sich da rauswinden? Ich glaube, wir haben ja wieder ordentlich was erreicht. Vielleicht können... Ah, das Bankhaus, das können wir jetzt auch noch bauen. Richtig stark. Das ist wirklich richtig stark. So. Bauen wir gleich noch da mit rein. Das bauen wir jetzt das Ding hier hin. Das bauen wir hier hin. Muss hier rein, jawohl. Damit erreichen wir schon nochmal ein paar. Bauen wir da noch ein Einwohnerhaus, ja. Das machen wir noch, dass wir sehen, wie die Bilanz jetzt gleich nach oben geht. Ich wünsche mir Einigkeit. Ich verspüre Feindsicht. Achtet drauf, 10.000 haben wir aktuell mit dem Bankhaus, wie wir da gleich nach oben springen können. So, wir können es bauen und kein Grund zu übertreiben, 10.000, aber danke. Ja, 3.000 nochmal hoch. Was jetzt zwar nicht optimal ist, aber könnte hier auch nochmal Platz räumen, dass es von hinten das alles versorgt. Wäre wahrscheinlich auch sinnvoll. Ja, aber das schauen wir uns in der nächsten Episode an. Von daher herzlichen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt in dieser Folge. Und ich wünsche euch an dieser Stelle einen guten Tag, eine gute Nacht und bis bald. Bleibt gesund.